Der Holzroller. Hallo Kollege, Sie fahren jetzt einen Holzzug nach Königshütte. Bitte beachten Sie, dass Sie als Güterzug hin und wieder mit Wartezeiten rechnen müssen. Vergessen Sie außerdem nicht, in Neuwerk mittels der Tab-Taste eine Streckenfreigabe zu erbitten. Gute Fahrt. Und damit willkommen zurück im Train Simulator 2022 zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Zeitreise und wir reisen rund 37 Jahre zurück in die Vergangenheit, in ein Land, welches auch schon seit 31 Jahren nicht mehr existiert. Wir sind angekommen in der Deutschen Demokratischen Republik der DDR und hier existiert eine, etwas einzigartige Bahnstrecke und das ist die Rübelandbahn, welche eben genau in diesem Zeitalter angesiedelt ist. Die Rübelandbahn ist ein Add-on für den Train Simulator 2022. Die Strecke wurde Ende Dezember letzten Jahres veröffentlicht und führt uns in den Harz. Ursprünglich wurde ja die Strecke Harzbahn genannt. Und die Strecke hat eine Länge, also entwickelt wurde diese Strecke von TSG, also von Trains in Germany. Aber mitgewirkt hat hier auch JTG, Join Together Games, vor allem im Bau von verschiedenen Güterwagen und der Lokomotive, sowie der Entwicklung der Szenarien. Die Strecke, wir schauen uns die Strecke mal auf der Karte an, hat eine Länge von etwas mehr als 20 Kilometern und sie führt uns von Blankenburg im Harz, hier im Nordosten gelegen, einmal quer durch die Berge des Harzes vorbei an Michaelstadt, vorbei an Elbingerode bis nach Königshütte. Es ist eine eingleisige, elektrifizierte Strecke, also überwiegend eingleisig. Und es ist gleichzeitig aber auch eine Steilstrecke. Das heißt, wir überwinden hier Steigungen und Gefälle von bis zu 6%. Das erfordert natürlich extreme Aufmerksamkeit. Und zur Strecke gibt es auch die passenden Fahrzeuge, wie schon erwähnt. Und das ist die Baureihe DR251 der Deutschen Reichsbahn in der DDR, sowie auch passende Personen- und Güterwagen. Personenwagen habt ihr vorhin schon gesehen, wo der Personenzug vorbeigefahren ist. Also die ganze Inszenierung hier dieses DLCs, die ist in jedem Fall gelungen. Ja, ich habe mir eines der 5 mitgelieferten Standortszenarien ausgesucht. Wir sollen jetzt hier einen Zug beladen mit Holzwaggons nach Königshütte bringen. Wir fahren jetzt auch nicht die komplette Strecke ab, sondern nur so etwa die Hälfte der Strecke fahren wir jetzt ab. Wir stehen jetzt hier am Bahnhof von Hüttenrode und warten jetzt darauf, dass wir die Fahrtfreigabe bekommen, also dass das Signal einfach auf grün schaltet und wir können uns ja noch in der Zeit nochmal den Bahnhof von Elbingerode etwas anschauen. Und hier sehen wir auch viel Liebe zum Detail, halt die älteren Bahnsteige, die man hier integriert hat. Das war ja sehr oft zu DDR-Zeiten so, dass du einfach eben nicht immer über Unterführungen oder Überführungen hattest, sondern einfach so über Bahnübergänge gegangen bist und dass es eben noch so kleine Bahnsteige waren. Denn ein Teil davon, wie gesagt, an einen Teil davon kann ich mich ja auch noch erinnern. Ich bin selbst in der früheren DDR geboren. Und ja, ich habe das System, dieses System, dieses Staates, das habe ich zwar nicht mehr mitbekommen, aber ich habe natürlich noch miterlebt als Kind, was dann so an Zügen nach der Wende, also nach der politischen Wende, noch rumgefahren ist, als die DDR dann zum BRD beigetreten ist. Da war ja nicht gleich alles anders, sondern alles, was so auf der Schiene unterwegs war, das sind immer noch dieselben Fahrzeuge zum Teil rumgefahren. Und die Personenwagen, die gerade ja an uns vorbeigesaust sind mit der Lokomotive, die kenne ich zum Beispiel auch noch aus meiner Kindheit. So, wir springen wieder zurück. Die Strecke ist erhältlich bei 3D-Zug im Online-Shop und bei Join Together Games sowie einem weiteren Online-Shop. Der Preis beträgt 29,95 €. Die Strecke wurde mir dankenswerterweise von Entwickler 3D-Zug zur Vorstellung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen Dank nochmal dafür. So, das Signal hat auf Fahrt umgeschalten. Wir lösen die Bremse und dann setzen wir uns mit unserer Lokomotive jetzt hier in Bewegung. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal nach Elektrolokomotive. Ich glaube, dass diese Loks sich früher auch so anhörten. Ja, die Baureihe 251 der Deutschen
Reichsbahn. Das sind ja Lokomotiven, die speziell für diese Strecke hier entwickelt wurden. Die Loks stammen aus der Lokomotivfabrik in Henningsdorf bei Berlin, also dieselbe Fabrik, die zum Beispiel auch die heutige Baureihe 143 entwickelt hat. Und da stammen auch diese Lokomotiven her. Und als Basis für die Entwicklung dienten die Lokomotiven Holzroller, also die 211 und die 242. So, warum hat man für diese Strecke denn eigentlich spezielle Lokomotiven entwickelt? Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass diese Strecke, die wurde zu DDR-Zeiten elektrifiziert. Und man hat hier eine andere Spannung für diese Strecke entwickelt, also eine andere Stromspannung, als das üblich war. Und außerdem ist diese Strecke, und das ist auch heute noch so, eine Inselbahn. Das heißt, der Abschnitt von Blankenburg bis Königshütte, der ist elektrifiziert. Das ist auch heute noch so, beziehungsweise wieder so. Aber alle anderen Strecken, zum Beispiel von Blankenburg weg, die sind alle eben nicht elektrifiziert. Und dann sagt man halt Inselbahn, wenn man quasi nichts drumherum ist, wo jetzt die E-Loks weiterfahren könnten. Da spricht man dann von einer sogenannten Inselbahn. So, wir rollen jetzt in Richtung Königshütte und wir haben jetzt auf unserem Abschnitt, den wir überwinden, viele Gefälle, Steigungen, aber vor allem viel Gefälle haben wir jetzt hier. Und Entwickler TSG, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was, die Trains and World-Spieler kennen diesen Entwickler natürlich, vor allem durch die neue Lokomotive G6 oder auch durch die 425 oder eben auch durch die neue Baureihe 612, die bald kommen soll. Aber Transam Germany ist vor allem auch bekannt durch eine weitere Gebirgsstrecke. Und das ist die Schwarzwaldbahn von Hausach über Donau-Eschingen bis nach Konstanz. Die kommt auch von dem Entwickler. Und der Entwickler hat sich bei diesem DLC schon ausgezeichnet durch einen sehr, sehr hohen Grad an vielen Details. Ja, wie wir jetzt gerade auch schon hier an den Bahnhöfen zum Beispiel gesehen haben, ja, dass man da eben Wert legt, alte Bahnsteigungen. Wir werden noch auf dieser Fahrt viele weitere Details hier zu sehen bekommen. Ich finde es auch ganz toll, dass man hier wirklich einen Satz passender Züge hier mitgeliefert hat für dieses DLC. Das ist wirklich großartig und das ist heutzutage beim Train Simulator auch nicht mehr selbstverständlich. So, die Lokomotiven. Soweit ich das sehe, haben die, glaube ich, ja gar kein Zugsicherungssystem. Ist aber jetzt auch nicht weiter schlimm, finde ich zumindest. Also so ist das Fahren. Also ich meine, das Fahren ist so schon anspruchsvoll genug hier, die Berge rauf und runter. Wir können es mal umschauen. Auch die Szenerie, da sieht man, dass das von TSG kommt. Ein Entwickler, der eben genau bei solchen Gebirgsstrecken auch schon einige Erfahrungen mitbringt. Jetzt geht es durch den Tunnel. Da können wir eigentlich die Scheibenwischer ausmachen. So. Ja, oder auch nicht, egal. So, und dann kommt auch schon hier die erste Geschwindigkeitsreduzierung. Da vorne ist nämlich in 300 Metern nur noch 40 erlaubt. Und hier kommt auch schon die erste größere Brücke, die wir überwinden. So ein ganz, ganz typisches Markenzeichen hier dafür. So, hier vorne, das schaffen wir nicht mal ganz mit der 40, oder? Und dann geht es schon. Oh, das hätte ich jetzt nicht tun dürfen. So, stellen wir mal auf den Punkt zurück. So. Und hier holen wir uns jetzt schon die Erlaubnis für den Bahnhof Neuwerk. Das ist eigentlich auch nicht ganz richtig. Denn normalerweise hätten wir vor dem Signal jetzt hier an dem Haltepunkt anhalten müssen und uns erst dann die Erlaubnis holen. Das wäre korrekt gewesen. Aber ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, weil das Szenario dauert ohnehin schon etwas länger als angegeben. So, dann lassen wir auch hier unseren Zug mal vorbeisausen. Unseren beiden Elektrolokomotiven. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee mit dieser Strecke. Sie ist nicht allzu lang. Es ist auch die erste kommerzielle Strecke, welche in dem DDR-Zeitalter spielt. Es gibt natürlich noch ein Freeware-Projekt mit dem Projekt Freiberg, was auch zu DDR-Zeiten angesiedelt ist. Aber diese Strecke hier ist, soweit ich informiert bin, die erste kommerzielle Strecke, die eben in der früheren DDR angesiedelt ist. So, hier vorne kommt eine Zone, wo wir nur 20 fahren dürfen. Also wir fahren, ich glaube, die höchste Geschwindigkeit, die wir hier zurücklegen, das sind, glaube ich, 50 Stundenkilometer.
So, und ich habe fast schon wieder angefangen, zu spät zu bremsen. Das wird echt knapp zu machen sein. Machen wir noch den Sandstreuer dazu an. So, hier sind zum Beispiel nur 20 erlaubt. Schaffen wir nicht mehr ganz bis zu dieser Geschwindigkeitsbegrenzung. Nee, leider nicht. Erste Geschwindigkeitsüberschreitung. So. Und dann nähern wir uns schon Bahnhof Rübeland, kommen wir, glaube ich, durch. Und wir seht es auch hier an den Fahrzeugen, wenn ihr euch da so ein bisschen beschäftigt habt, was ist denn so mit den Fahrzeugen zu DDR-Zeit rumgefahren, aber nicht nur auf der Schiene, sondern auch auf der Straße. Auch hier können wir uns mal umschauen. Hier sehen wir zum Beispiel einen Wartburg stehen, hier sehen wir einen Trabant, hier vorne sehen wir einen Icarus, das sieht für mich so wie so ein Icarus-Bus aus, die wurden in Ungarn gebaut. Hier sehen wir einen LKW, so ein W50. Ja, die DDR hat ja vieles ihrer Autos im eigenen Land produziert, aber Busse und so weiter, das kam zum Beispiel aus Ungarn, die legendären Icarus-Busse. Aus der DDR gab es, glaube ich, auch Busse, Robur und Fleischmann-Busse. Und Straßenbahnen zum Beispiel, die kamen aus Tschechien, die Tatra-Straßenbahnen. So, jetzt können wir erstmal ein bisschen wieder beschleunigen hier. Das wird zu langsam und wir schauen wieder Bahnübergang. Und hier sehen wir die Liebe zum Detail. Das sind so Gebäude, die man mit diesem Fachwerkfassaden, das sieht man sehr, sehr oft im Harz. Also hier ist wirklich eine sehr gründliche Recherche erfolgt. Auch schaut euch mal so diese individuellen Sachen an. Hier ist nicht immer so selber Objekt genommen worden, sondern eine wirklich sehr individuelle Ausgestaltung. Das muss man echt sagen. Das darf wirklich als sehr gelungen bezeichnet werden. Ja, Preis für die Strecke dafür, dass eben auch ein neues Fahrzeug, neue Wagen dafür entwickelt werden mussten, um eben auch zeitgerechtes oder zeitgemäßes Rollmaterial zu haben, finde ich persönlich den Preis gerechtfertigt, auch wenn die Strecke jetzt in Anführungsstrichen nur um die 20 Kilometer, so etwas mehr als 20 Kilometer lang ist, finde ich das trotzdem gerechtfertigt, weil eben, wie gesagt, neue Züge dafür gebaut werden mussten und ja, also es ist eben, und noch dazu muss man sagen, dass der Aufwand, solche Gebirgsstrecken zu bauen, um ein Vielfaches höher ist, als zum Beispiel eine Strecke im Flachland zu bauen. Deswegen kommt wahrscheinlich eben auch einfach zu wenig Gebirgsstrecken. Hier sehen wir nochmal den Zug, der uns vorher überholt hat und der scheint hier Endstation zu haben am Bahnhof von Rübeland. Und hier sehen wir auch nochmal die Personenwagen, vierachsige Reko-Wagen. Die kenne ich, wie gesagt, auch noch aus meiner Kindheit und die haben sogar, glaube ich, hier diese originalen roten Sitze. Da gibt es auch ein Szenario oder zwei Szenarien, wo man mit diesen Wagen unterwegs ist, denn auf der Strecke fand zur damaligen Zeit ja auch Personenverkehr statt. Heutzutage ist die Strecke noch in Betrieb. Es fahren wieder Güterzüge, natürlich mittlerweile wieder Güterzüge. Es war ja lange Zeit so, dass die dass zum Teil hier nur dieselbetriebene Güterzüge unterwegs waren. Und mittlerweile ist es aber dann der Fall, dass jetzt wieder elektrische Güterzüge unterwegs sind. Das hatte was mit Lärmschutz zu tun, so wie ich das gelesen habe. Und Personenzüge waren bis in die 2000er unterwegs. So, wie lange ein Personenzug jetzt komplett über die Strecke gebraucht hat, ich würde es mal schätzen, mindestens eine Stunde. Kann euch das leider nicht genau sagen, denn Schande über mich, ich habe mein Kursbuch, was ich aus der Mitte der 80er Jahre habe, das liegt wahrscheinlich noch auf meinem Dachboden rum. Ich habe gedacht, ich habe es in meinem Arbeitszimmer liegen. Da lag es leider nicht. Ich habe extra noch mal danach gesucht, bevor ich aufgenommen habe. Es liegt wahrscheinlich auf dem Dachboden, muss ich noch mal schauen. Aber ich habe ersatzweise im Fahrplan von 2003 nachgeschaut und da war für den Personenverkehr, also da bestand noch Personenverkehr zwischen Blankenburg und Elbingerode, das ist ein Großteil der Strecke. Und da brauchte ein Zug von Blankenburg bis Elbingerode etwa knappe 45 Minuten, sowas in dem Dreh, so knappe 40, 45 Minuten. Und bis Königshütte ist es ja nochmal ein ganzes Stück weiter, das heißt, da dürfte das Ganze nochmal etwas länger gedauert haben. So, jetzt klettern wir hier wieder hinauf, also es geht hier wirklich rauf und runter. Wirklich, die Strecke hat schon ihre Besonderheiten. Also wenn ihr euch für die DDR, Reichsbahn und so weiter interessiert, solltet ihr auf jeden Fall hier zugreifen.
viele interessante Szenarien dabei. Und am meisten überrascht mich wirklich, dass man eben auch das passende Rollmaterial, also Lok und eben passende Wagen dazu gebaut hat. Die Lokomotive hierfür, die gibt es hier im DLC gleich in drei verschiedenen Varianten. Einmal grün und dann zweimal diese rote Variante. Das ist auch eine tolle Idee. Ich bin ja sehr gespannt, ob die Strecke nochmal als moderne Version kommt. Moderneren Güterzuglokomotiven, das wäre sicherlich auch nochmal sehr interessant. Aber das wird sich dann zeigen. So, jetzt können wir mal ein bisschen beschleunigen. Wir sind nämlich ein ganzes Stück zu langsam unterwegs, aber da muss man ja echt so ein bisschen aufpassen. So, jetzt wird es nämlich wieder viel zu schnell alles, dass wir jetzt hier gleich ein gerades Stück kommt. Und jetzt stellt euch mal vor, wir müssten jetzt hier noch mit Zugsicherungssystemen fahren. Gab es natürlich auch schon zu DDR-Zeiten, da hieß das noch PZB80. Das hat man aber hier jetzt, glaube ich, soweit ich das sehen kann, nicht realisiert. So, jetzt können wir mal hier schauen. Und auch was so typisch war für die DDR. Die DDR ist ein Industrieland gewesen und dementsprechend haben wir auch hier an dieser Strecke sehr, sehr viele Industrieanschlüsse, die bedient werden können. Also sehr viel Industrie. Mühlental sind wir jetzt. Sehr viel Industrie, die bedient werden und beliefert werden muss, denn in der DDR hat man irgendwann mal Anfang der 1980er Jahre beschlossen, dass der ganze Güterverkehr, der auf der Straße ist, oder der größte Teil davon, alles, was weiter über als 10 Kilometer transportiert werden musste, das sollte dann eben mit der Bahn transportiert werden. Und die Bahn war verpflichtet, das dann zu transportieren. Und das ist natürlich für die damalige Reichsbahn in der DDR eine enorme Herausforderung gewesen. Jetzt fragt sich der eine von euch wahrscheinlich, naja, die DDR, ausgesprochen Deutsche Demokratische Republik. Bahn, die da unterwegs war, Deutsche Reichsbahn. Warum hieß das denn Deutsche Reichsbahn, genauso wie es eben auch schon vor DDR-Zeiten Deutsche Reichsbahn hieß? Ja, das hatte politische Hintergründe, und zwar hatte die Deutsche Reichsbahn der DDR, also in der DDR auch die Betriebsrechte für West-Berlin, also für, auf Deutsch gesagt, dem Klassenfeind, und wäre das Unternehmen oder wäre die Deutsche Reichsbahn umbenannt worden, zum Beispiel sowas wie Staatsbahn der DDR oder sowas, dann wären diese Betriebsrechte in West-Berlin verloren gegangen. Also die DDR ist quasi in West-Berlin bis 1984 S-Bahn-Züge gefahren. Da gab es auch immer so ein bisschen, ja, das könnt ihr auch alles nachlesen. Den Fern- und Güterverkehr, der wurde bis Ende der DDR sogar von der Reichsbahn gefahren. Den S-Bahn-Verkehr in West-Berlin, der wurde bis 1984 von der DDR-Reichsbahn übernommen, und dann ging das Ganze an die BVG über. Das ist ein sehr, sehr interessantes auf jeden Fall ein sehr interessantes Kapitel, vor allem, dass dann quasi West-Berliner für die Ostdeutsche Reichsbahn gearbeitet haben. Und da gab es immer, ich glaube, da gab es auch zwei Streiks, den einen 1949, den anderen 1980, da ging es dann um Bezahlung, weil die Ostdeutsche Reichsbahn, die hat natürlich in Ostmark gezahlt, und die Ostmark war ja im Vergleich zur Westmark nicht wirklich viel wert. Also zeitweise war der Umtausch eine Westmark entspricht 12 DDR-Mark. Und ja, da gab es da immer relativ viel Diskussionsstoff. Das Ganze hat man dann aber irgendwann eben auch so geregelt, dass der, ich glaube, Berliner Senat hat das alles umgetauscht. Aber gut, wir sind im Harz, nicht in West-Berlin. Aber das wollte ich euch auf jeden Fall erklärt haben, eben, dass die Reichsbahn eben aufgrund dieser Betriebsrechte eben den Namen auch behalten hat, Deutsche Reichsbahn. So, währenddessen sausen wir jetzt hier gleich durch die nächste Station. So, dann gucken wir, müssen wir mal ein bisschen gucken hier, wo sind wir denn jetzt? So, ich hoffe, ich zoome euch hier nicht zu schnell. So, jetzt sausen wir erstmal durch. Und das ist schon Elbinger. Ja, das ist schon Elbingerode, wo wir uns gerade befinden. Und hier vorne müssen wir runterbremsen. Da vorne ist nämlich nur noch 30. Habe ich jetzt aber auch nicht richtig aufgepasst. Also, so. Aber das sind noch ein paar Meter bis dahin. Dann diese 30 letzten Endes gilt.
So, dann können wir wieder ein bisschen beschleunigen. Der Pio gilt jetzt wieder 30 Stundenkilometer. So. Auf jeden Fall eine sehr interessante Strecke. Also eine langsame Güterzugstrecke mit Elektrifizierung. Ist, auch heute ist das, glaube ich, noch relativ einzigartig in Deutschland, dass man solche Strecken hat, wo einerseits elektrifiziert ist, aber andererseits relativ langsam gefahren wird. Muss man beschleunigen, dann geht es schon wieder bergauf. Wie gesagt, wir haben eine Steigung und Gefälle von bis zu 6%. Unser Ziel, Königshütte, das ist noch 4 Kilometer entfernt. Das heißt, dürfen wir dann irgendwann auch bald erreicht haben. Diese Station, dort sollen wir den Zug abstellen. So, was wir aber noch machen müssen, aber das machen wir dann vor Königshütte. Ich habe das Szenario nämlich mal angespielt. Und wir müssen tatsächlich in Königshütte, was uns keiner denn vorher sagt, noch eine Weiche selbst stellen, damit wir auf das richtige Gleis kommen. Immer sehr, sehr interessant, was man hier so im Train-Simulator erlebt. So, das ist das passiert, wenn man immer zu viel Trains im Wirt spielt, aber kaum noch Train-Simulator. Da drückt man die falschen Tasten für die Ansichten. So. Ja, das Holz, das müsste dann erstmal getrocknet werden, je nachdem, was hier gemacht wird. Das ist klitschnass bei dem Niederschlag, den wir jetzt hier eben erleben. Aber ich denke, man sieht ja trotzdem genug. Ja, wie gesagt, 5 Szenarien. Einmal Personenzug, einmal Kontrollfahrt und 2 weitere Güterzug-Szenarien. Ist also sehr, doch relativ recht interessant, was es dann hier zu sehen gibt. Wir wissen nicht, ob wir das sehen, so verwachsene, so, wo das Unkraut halt zwischen den Schwellen hier durch wächst. Das ist auch sehr interessant. Auf jeden Fall viele schöne Kleinigkeiten, die einem hier ins Auge fallen. So, wir sind schon wieder zu langsam hier unterwegs. Aber gerade bei solchen Steilstrecken besser zu langsam als zu schnell. Abschüssig, wenn ihr das so im Streckenmonitor seht. So. Ja, jetzt sind wir erstmal von den Bergen links und rechts. Natürlich ein bisschen neblig, vernebelt alles durch das Wetter so. Und hier ist natürlich wieder ein gerades Stück, das heißt natürlich für uns. So, muss man echt aufpassen beim Fahren. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Strecke. Und es ist ja nur eine von 2 deutschen Strecken, die jetzt hier um die Jahreswende herum veröffentlicht wurde. Denn es ist auch am 7. Januar die Strecke Regensburg-Passau von RSSNO veröffentlicht worden. Auch die habe ich hier noch rumliegen und habe eigentlich geplant, euch diese zu zeigen. Und für Trainsim World 2 steht ja schon wieder eine weitere Strecke in den Startlöchern. Da kommt dann endlich die Taranter Rampe. Also sehr, sehr viel auf jeden Fall zu tun hier für uns, was wir hier alles sehen und entdecken können. So, den stellen wir jetzt hier mal auf 0, denn ich ahne schon, dass wir hier relativ schnell in die Eisen gehen müssen. Und das jetzt hier bergab geht. So. Aber im Augenblick. Ja, ihr seht. Besser vorher ein bisschen herunterbremsen als danach. Jetzt wird der Zug nämlich schon wieder schneller, obwohl wir schon eine Bremsstufe drin haben. Ja, wie gesagt, das Szenario im Editor, also im Train Simulator wird es angegeben mit 20 Minuten. Hier bei der Aufgabeneinweisung mit 25 Minuten. Tatsächlich war ich letztens aber, da hatte ich auch schon die Geschwindigkeitsüberschreitung dabei. Da war ich dann schon bei 30 Minuten gewesen. So, 2,6 Kilometer haben wir noch zu fahren. Lassen wir den Zug einfach gemütlich hinunterrollen. Hier sehen wir wieder die nächste Industrieanlage. Wie ihr seht, diese kann auch beliefert werden.
was zu produzieren. Kohle, das war ja zu DDR-Zeiten der Hauptenergieträger. Ja, und zurück vielleicht mal zu dem, was ich am Anfang des Videos gesagt habe. Ich selber kann mich ja noch an viele Züge aus dieser Zeit erinnern. Ich bin selber in dem Staat geboren, war jetzt zu jung, um mitzubekommen, wie dieses System an und für sich da funktioniert hat, dieses Ganze mit Sozialismus und so weiter. Da war ich einfach zu klein dafür. Aber was ich erlebt habe noch, waren eben die Züge und auch die Jahre nach der Wende noch im Osten rumgefahren sind. Das wurde ja nicht von jetzt auf gleich alles ausgetauscht, sondern das hat auch Jahre gedauert. Und da kann ich mich eben an diese Rico-Wagen, die ich euch gezeigt habe, sehr gut erinnern. Die waren auch die ersten Wagen mit, die dann weg waren. Ich erinnere mich auch, dass es da noch die V180 gab von der Deutschen Reichsbahn, die bei uns immer die eilt, also die da unterwegs war. Auch die war relativ schnell nach der Wende weg. Dann gab es diese V100er-Familie, also diese kleine Diesel-Lok, wo es auch die 204 für Transom World gibt oder hier für den Transom-Monator, die gab es. Und dann, also wie gesagt, die war noch bis Anfang der 2000er Jahre unterwegs, vor allem auf Nebenstrecken, und hat dort Personenzüge gezogen. Und dann Wagen waren bis Anfang der 2000er auch noch diese Halberstädter bei uns unterwegs. Das ist sowas wie N-Wagen, halt die Ostversion der N-Wagen ist das. Da gab es Mitte der 1990er Jahre dann irgendwann so die modernisierten Versionen. Da hatten die außen einen neuen Anstrich und innen eine neue, bequemere Einrichtung. Hier automatische Türschließanlagen und solche Sachen. Da gab es halt noch den Wittenberger Steuerwagen dann irgendwann dazu, also dass dann auch Wendezüge gefahren werden konnten. Und ja, Anfang der 2000er kamen dann Dieseltriebwagen, die Zero, Baureihe 612, die halt dann diese lokbespannten Züge abgelöst haben. Die Ostendwagen selber, die waren ja noch eine ganze Zeit auf anderen Strecken unterwegs. Halle, zum Beispiel zwischen Halle und Kassel sind die noch lange gefahren. Dann so als Sonderzüge. Ich weiß gar nicht, ob die Ostwagen überhaupt noch irgendwo unterwegs sind. So, jetzt müssen wir aber jetzt hier in die Eisen gehen und so richtig toll in die Eisen. Das wird sogar genau hier, das war auch so ein Abschnitt, wo ich da auf Vollbremsung schon gehen musste, weil es anders nicht geht. Zumindest irgendwie die Geschwindigkeit zu halten. Sorry, wenn das jetzt mit Vollbremsung nicht immer mehr richtig geht. Frage ich mich, wie soll es dann gehen? So, davor kommt dann eine Zone, wo wir nur 10 Stundenkilometer fahren dürfen. Das ist auch sehr interessant. So, jetzt lösen wir die aber nicht komplett. Und das ist dann auch schon die Einfahrt in den Bahnhof von Königshütte. Okay, den Abschnitt haben wir auch geschafft. Und ich habe euch ja gesagt, hier, wir müssen nach Königshütte auf Gleis 2. Und ihr seht, dort ist das Gleisende jetzt zu sehen. Das heißt, wir müssen mal schauen, welche Weiche wir uns hier selber stellen müssen. Königshütte, Gleis 2. Ach, das geht gar nicht. Dann habe ich wohl falsch geguckt, oder? Das geht ja gar nicht. Das ist ja natürlich doof, dass wir das Szenario jetzt nicht abschließen können. Aber dann sind auch so Sachen, da frage ich mich wirklich, warum fällt so etwas dem Beta-Test nicht auf? Also quasi die Leute, die eigentlich sollte man ja, zumindest so habe ich das zumindest mal gelernt, die Szenarien testen, bevor man sie einfach veröffentlicht, dass man sagen kann, ja, hier bei mir ist das Szenario spielbar und hat am besten noch eine Screenshot der Auswertung dazu, wenn es da irgendwelche Nachfragen gibt. Aber gut, es scheint wohl die Zeit des Testens auch vorbei zu sein. Also das sind so Sachen, die fallen mir da einfach irgendwo ins Auge. So, hier ist doch schon das nächste Industriekombinat oder, ja, Kombinat, hier sind ja die großen Firmen, also Kombinat, was dann eben einige Zweige zusammengeschlossen hat. So, wo soll ich jetzt Königs? Ja, und ich komme nicht auf das Gleis 2. Da müsste hier diese Weiche gestellt sein. Oder muss ich jetzt hier hinter? Aber hinterfahren kann ich auch nicht. Ach, hier ist das. Nee, wartet mal. Jetzt bin ich falsch. Entschuldigung. War im falschen Bahnhof. Und zwar diese Weiche hier. Die müssen wir stellen. Und dann ist die korrekt gestellt. Und dann können wir auch einfahren. So. Ich war im falschen Bahnhof. Ich war in Hüttenrode gewesen.
So, und jetzt haben wir auch das richtige Gleis eingestellt. Ihr könnt damit in den Bahnhof einfahren und da wartet ein Fahrzeug. Oh, Wartung oder Lader, was das da ist. So, lass mich mit dem Zug mal. Ist halt toll, dass man solche Abschnitte hat in der CD. Derzeit, da ist man ja mit den Zügen allgemein auch nicht so schnell unterwegs gewesen, wie man das heute vielleicht kennt. Da war die Höchstgeschwindigkeit auf den DDR-Strecken, das war 120 Stundenkilometer gewesen. Hier sehen wir sogar eine Pflasterstraße. Also das ist toll. Und das gab es ja auch, dass Hauptstraßen noch gepflastert gewesen sind. Also auch außerhalb von Orten, dass man da zum Teil noch Pflasterstraßen hatte. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also sehr, sehr viele Details, die wir hier entdecken dürfen. Aber jetzt werden wir gleich erstmal wieder in die Lokomotive zurückspringen und dann auch unseren Zug rechtzeitig da zum Halten zu bringen. Also wie gesagt, entschuldigt das, was ich da gesagt habe jetzt. Also wie gesagt, ich habe mich ja einfach verguckt am falschen Bahnhof. So, wir springen wieder in die Lokomotive zurück. Dann gucken wir mal, dass wir davon so am Gleisende. Ja, der Zug ist doch viel zu lang. Der Zug ist doch viel zu lang. Wo soll ich denn da genau halten? Schaut mal, das ist doch viel zu lang. Dann halte ich doch komplett über... Ja gut, am besten so. Ausfahrsignal oder sowas gibt es hier, glaube ich, nicht. Oder können wir den doch hier zum Stehen bringen, dass der komplett auf diesem Nebengleis steht. Habt ihr das gehört? So haben die Züge auch früher gebremst. Diese Klotzbremsen. Ganz tolle Sache auf jeden Fall. So. Zeit läuft ab. Wir müssten jetzt eine gute halbe Stunde gespielt haben. Dann können wir das ausschalten. So, kein aktueller Zielort, das heißt, und wir sehen oben rechts Aufgabe, also Szenario abgeschlossen, gut gemacht, Sie haben dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja, und damit sind wir auch mit dem heutigen Video fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr euch die Rübelandbahn auch gekauft? Ihr habt sie mir ja empfohlen. Und ja, gefällt euch auch die Strecke? Und welche DDR-Strecken würdet ihr euch noch wünschen? Wünscht ihr euch generell DDR-Strecken oder deutsche Strecken, die in der heutigen Zeit spielen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja, ansonsten sehen wir hier nochmal das Ergebnis. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dem heutigen Video jetzt wirklich fertig. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich dann, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid, wenn wir uns dann einen weiteren Abschnitt der Strecke anschauen werden. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix der Weise.